Aktuell verhandelt der Nationalrat die SVP Selbstbestimmungsinitiative. Der Bundesrat hat in dieser wichtigen Frage seine Meinung seit 2010 um 180 Grad geändert. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der SVP Selbstbestimmungsinitiative geht es um die wichtigste Frage von jedem Gemeinwesen. Wer hat Macht im Staat? Ist es in der Schweiz, wie bis vor kurzem, seit Hunderten von Jahren selbstverständlich, das Volk als oberste Instanz? Oder sollen künftig Richter und internationale Organisationen unsere Gesetze bestimmen? Seit 1848, der Gründung des modernen Bundesstaates, ist die Schweizerische Bundesverfassung unsere oberste Rechtsquelle. Der Bundesrat hat 2010 in einem Bericht über das Verhältnis Landesrecht-internationales Recht noch Folgendes festgehalten. Im Konfliktfall zwischen Landesrecht und Völkerrecht geht unsere Bundesverfassung vor. Unser Schweizer Recht, vor allem das Verfassungsrecht, hat Vorrang vor dem internationalen Recht. Dann, 2012, hat die Kammer vom Bundesgericht mit gerade mal 3 Richtern entschieden, dass das internationale Recht über der Bundesverfassung steht. 2015 haben noch mal ein paar wenige Richter von der gleichen Kammer die Auffassung bestätigt. Viele andere Bundesrichter konnten darüber nur staunen und den Kopf geschüttelt. Ein paar wenige Bundesrichter haben sich mit ihrem Entscheid, dass das internationale Recht über unsere Bundesverfassung steht, selber zum Gesetzgeber gemacht. Sie haben damit das Parlament und das Volk entmachtet. Und das ist nichts anderes als ein Staatsstreich. Und was macht jetzt der Bundesrat und das Parlament? Sie geben dem Staatsstreich noch ihren Segen. In seiner Botschaft gegen die Selbstbestimmungsinitiative schreibt der Bundesrat plötzlich, dass internationales Recht am Landesrecht prinzipiell vorgehe. Damit wird ausgerechnet die Schweiz das einzige Land auf der Welt, wo das internationale Recht vor das Landesrecht stellt, und damit die direkte Demokratie aushebelt. Die Selbstbestimmungsinitiative will nichts anderes als der erfolgreiche Zustand, wie ihn bis 2012 bzw. 2015, wenn wir diesen Zustand hatten, wieder herstellen. Und wer jetzt mit Menschenrecht oder dem Wort Vertragsbruchinitiative kommt, argumentiert nicht nur falsch, sondern bösartig. Es sind genau die Kreise, die unsere Volksrecht und unsere Schweiz abschaffen wollen. Wenn Sie Ihr Stimmrecht nicht abgeben wollen, gehen Sie im November an die Urne und unterstützen Sie die Selbstbestimmungsinitiative. Apropos Bundesrichter, wir kommen jetzt zum Witz der Woche. Da sagt ein Richter, Angeklagte, Ihre Behauptung, jeder dritte Richter sei eine Flasche, ist eine Beleidigung. Entschuldigen Sie sich sofort und nehmen Sie die Aussage zurück. Da sagt der Angeklagte, also gut, Herr Richter, ich entschuldige mich und behaupte jetzt das Gegenteil. Jeder dritte Richter ist keine Flasche.